Das hat Gewicht. Oh, hast du eine Sinkerrückleuchte gefunden? Was viel, viel Besseres. Was ist denn da drin? Vom Vater. Projektor. Ach, ja, der Projektor, der Alte. Mann, Günther, das ist ein Schatz. Ah, Vater, deinen alten Projektor. Oh. Die wogen noch was. Warte mal eine Minute. Ja, also dabei in Erinnerung war, wenn ich den sehe, Peter. Den tun wir schön alten Zeit. Hinterschmeißen. So. Oh. Okay, dann müssen wir das sauber machen. Aber bin da Leute, Peter. Boah, mit den Jahren. Dann gucken wir uns aber die Filme an. Fatih, Mutti, dann, ja. Die sind zwar auch so da, aber so. Ich möchte sie echt mal wieder sehen. Jetzt sieht das schon wieder besser aus. Oh ja. Oh, ist das ein Brocken, oder? Das kannst du laut sagen. Weißt du noch, wo wir damals die ganzen Sachen auf dem Film aufgenommen haben, Super 8? Vatichen war ja ein Fanatiker, hat die Lampe gehalten, haben wir die ganzen Filme aufgenommen. Ach, ist das herrlich. Diese Sachen zu sehen zu dürfen oder so weiter, oh ja, ist eine Ehre für uns, gell? Weil Vater sein Objektor, sein Projektor. Ich habe immer mal Objektor. Ist er auch ein Objekt? Ist ein Objekt zum Angucken? Auf jeden Fall bin ich der Erste am Fatis Projektor. Was damit alle schöne Sachen gedreht wurden. Wie schön das war. Das war ein super Leben hier in so einem Kasten, in so eine super Filme. Oder so, da steckt unser ganzes Leben drin. Na, da werden wir Spaß haben, gell? Aber die Jungs noch nicht verraten. Auf keinen Fall, Peter. Komm, Günther, ich habe nicht so viel zu quatschen jetzt. Ich will mir innen drin aufbauen, das Gerät. Och, ist ja schwer. Da geht der richtig in die Knie. Ach, das ist doch viel zu klein, ein Loch. Die hat nur ein Vierkant und die hat ein rundes. Und eine Ritze. Och, die passt von vorne bis hinten nicht. Nee, da muss ich was schon anders überlegen. Ich will was gucken, ich will Spaß haben. Die Filmspule passt nicht auf den Projektor. Aber Peter wäre kein echter Ludolf, wenn er nicht auch für dieses Problem eine Lösung hätte. Da wollen wir mal hier gucken. Mal anders. Ja, arbeitet. Was kommen wir jetzt? Lässt du hier noch genug Platz lassen für den Film? So, jetzt Günther, guck mal, ob das klappt. Und? Super, das hat eine gute Idee gekommen. Der muss ja nur reinlaufen. Ja. Mehr braucht auch nicht, auch wenn er krumm läuft, das ist egal. Mach weiter. Sieht toll aus schon. Ach ja, Günther. Vaters Projektor läuft. Toll. Super. Jetzt gucken wir mal, ob die den Wagen aufgeschlagen haben, den Simka. Ah, herrlich. Im Lager macht sich Peter auf die Suche nach den alten Filmrollen. Eine Reise in die Vergangenheit. Toll. Toll. Wenn ich deine alte Bilder habe. 5 Jahre alte Seele. Ja, wie geht die Kohle? Das ist eine. Da bin ich stolz. Günterchen. Gut. Aber wir haben doch noch so viele. Ach, Günther. Einer ist besser wie keiner. Ja. Wir hatten Hunderte. Die werden sich schon auffinden. Damit Uwe und Manni nicht ins Büro reinplatzen und die Überraschung entdecken, schauen Peter und Günther lieber mal bei ihren kunstbeflissenen Brüdern vorbei. Ach ja, Spaß bei der Alter. Es gibt was Besonderes. Manni und Uwe, kommt uns, Jungs. Nimm den Tisch, Stuhl mit. Was, Scheiße. Was soll ich mit dem Stuhl? Ich bin schon ganz nervös. Komm mit. Was hast du denn vor, Peter? Nimm mit, komm. Ja, Peter kommt immer auf die tolle Ideen, wa? Was ist denn das? Na? Das ist eine Leinwand, Uwe. Ja. Ich mach mal. Das hier. So, nein. Meine Vorsicht, was wollen wir heute machen, Peter? Du mal hier rüberschmeißen. Ja, warte doch mal.
Filmprojektor. Ist der Filmprojektor vom Vater noch? Ja. 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 Wir haben ja so viele Filme, ne? Ja. Aber er hat leider nur den einen gefunden. Da haben wir aber schöne Filme von Vater, aber besser wie gar nicht. Manni, ja. Uwe, ja. Günther. Ja. Ein Film ist besser wie kein. Richtig, ja. Da können wir endlich unsere Eltern dann drauf sind. Ja. Nimmst du mal bitte die Decke, hängst sie mal da oben hin, bitte. Kannst du mal helfen, Uwe? Peter, Manni. Lasst euch Zeit und streitet euch nicht. Machen wir auch nicht. Denkt, Jungs, am Mammichen, Vatichen, ja, und Monika und Obi und Omi. Ihr habt jetzt einen guten Film, bitte vorgeführt, okay, kriegen von mir. Das sieht ja geil aus. Günther, welchen, ja, Stuhl wir haben? Du kannst hier. Mir ist egal, wo soll ich sitzen? Das ist egal, nimm einen. Nimm, okay, den da. Sitz so und dann sitze ich so hinter euch. Ja. So. Was du willst, du bist der Chef. Ja. Ihr wisst ja. Sitzen wir im Kino, wa? Ja. Aber das Geräusch finde ich so schön. Das so, Junge, klick, klick, klick. Ich kann hier an dieses Rädchen hochstellen, das Gerät. Ja, das ist hoch, das hat ich auch gemacht. Hat Vati immer gemacht. Ja. Die Kabel muss ich reinmachen. Junge. Ja, sitzt man da rein, ja. Und jetzt müsst ihr gleich Ruhe. Dann wollen wir mal das Ding hier reinmachen, die Klappe. Günther, mach du mal bitte Licht aus. Hier. Aber erstmal die Klappe rein, Peter. Ja, einen Moment. Nicht so schnell, Günther. Ist im Dunkeln. Ja, das ist eben. So, kannst du machen, Günther, bitte? Sehr gut gemacht. Hast du wieder hinsetzen. Ich bin ja mal gespannt. Ich auch. Ja, ich auch. Ich bin welchen Jahr das spielt, ob das in die 70er sind, 60er. Oder? Ich habe hochgedreht, habt ihr gesehen? Ja. Sind die auch alle drauf? Ja. Jungs, was fehlt denn? Jana, Janika. Die Stimmung. Heini. Ja. Ich hab gedacht, die Stimmung kommen wir gleich unsere Eltern sehen. Aber ja, es fehlt auch der Sturm. Ja, oh, klar. Dann zeig mal, Peter. Mach mal. Ja. Warte, ihr das immer gesagt, weißt du noch? Bin schon überrascht, wie der Flitzebogen, Peter. Ich sehe noch gar nichts. Kommt noch nichts, Peter. Du musst doch anschmeißen, das Gerät. Das Dachgeräusch. Das ist noch unscharf. Da kann man schärfer einstellen. Ist, ja, auf die Mutti und Fanny, ja, wa? Nee, das sind Peter. Die nicht. Peter! Peter, das sind nicht unsere Kinder. Ha! Sind sie nicht, Junge! Das sind sie nicht. Ey! Das sind nicht Filme von uns, Peter. Nein. Nein, das sind wir nicht. Peter, was hast du da für einen Film rausgesucht, du Held? Ich bin ja ein Dick- und Doof-Fan, aber heute wollten wir doch unbedingt Vater und Mutter sehen, richtig? Ja, ja, da kann ich auch nichts für. Ich dachte, wer da drauf? Jungs, ich bin etwas enttäuscht. Kommt. Mach an, Günther. Ja. Na, Peter, das war wohl nicht. Das haben wir uns schon echt jetzt gefreut. Das dachten wir, jetzt kriegen wir was zu sehen. Das war wohl nicht, nee, wa? Aber er hat ja echt gesucht. Sollen wir dir ein Angebot machen? Ja, sag mal was. Du suchst im Vaters Zimmer oder in dem Büro und ich suche das Computerzimmer durch, mein anderes Zimmer, ob ich irgendwas finde. Wir haben so viele Filme, hunderte von die Super 8, aber wo sind die? Ja, wir müssen aber eins denken, wir haben ziemlich große Räume. Ja. Dann fangen wir mal gleich an, Manni. Mhm. Das dauert. Wir können Zufall haben, dass sofort gefunden wird. Ja. Kann auch Pech sein, dass es länger dauert, Jungs. Wollen wir nicht weiterreden? Dann sucht mal weiter, Jungs. So, genau. Bringt ja dann nichts. Geht. Manni? Manni? Hast du schon was? Ich find nichts, Peter. Ich guck noch mal in den Schrank. Peter, ich geh noch mal nach unten. Peter! Wo bist du? Gib Antwort! In mein Zimmer! Ich guck die Kassette durch. Ich hab nämlich noch nichts gefunden! Der nächste Morgen. Ach, meine Knie schmerzen. Wie lange hast du gesucht? Bis 4, 5 Uhr? Ach, ich war bis morgens dran, in dem Zimmer. Aber zum Schluss gibt's immer Happy End. Guten Morgen, Jungs. Habt ihr die Guten Morgen. Guten Morgen. Soll ich das Super sagen? 8 Filme nicht, nein. Nein? Die haben wir in jedem Zimmer gesucht. Aber lasst dir mal eine Überraschung von Manni sagen. Ja. Ganz einfach. Peter war sogar noch dran bis 6 Uhr, ich war bis 4 Uhr, hatte mir um 6 Uhr nochmal geweckt, habe ich dann nochmal in mein Zimmer geguckt, Video 8 Filme, Super 8 Filme oder wie sie heißen, haben wir nicht gefunden, vielleicht finden wir die nochmal, aber dann war ich den Schrank nochmal gucken, habe bei meinen VHS-Kassetten geguckt und dann plötzlich fällt mir die in die Hand. Damals, Anfang der 80er, kam ja die VHS-Welle in Kauf und dann habe ich mit der normalen Kamera abgefilmt
Und das habe ich dann mit der VHS-Kamera und das habe ich dann auf Video gespielt. Und wir haben die Filme auf VHS. Habt ihr schon angeguckt? Ja, nein, haben wir noch nicht angeguckt. Noch nicht angeguckt. Meinst du, ist drauf? Ich hoffe. Jungs, holt mal das Fernseher vor. Ja. Sonst sehen wir nichts. Klein bisschen. Uwe, komm. Ah, Peter, den ja. Mal die Originalen, der auch schön, ne? Die werden wir noch finden, komm. Ja. Bei mir geht's. Gut. So. Ich will aber auch gucken. Ein bisschen rum, Manny. Okay, so steht er gut, richtig? So steht er gut. Richtig, kann man Alu gucken? Ja, du hast genug Platz. Ist das nicht brüderlich, Junge? Ja. Oder mit ihrem Blumenhütchen. Oh, diese Züchtern. Da, Fatih. Da hat auch eine halbe Portion. Wie der aussah. Ja. Jetzt kommt mit dem Weihnachtskranz, glaube ich, vor gleich hin. Da will ich mich erinnern noch. Der hat immer so ein bisschen an Kitten gezogen. Der hat immer Späßchen gemacht. Du Ferkel! Du Storch! Der Peter, der war schlank! Der Peter! Da sieht man eine Hand! Nee, da war der dünne Peter! Was hast du denn? Der Vater war dünn, aber der Peter war knochig! Manny, ich bin nicht dick! Nee, oh, bist du auch nicht, nur voll schlank! Ja, du Sack! Da guck mal an, das ist unser Hemd. Heute bist du nicht knochig, Peter! Ich war ja in den Bus! Das überlegt das von Zeit. Mann, war ich mal dünn gewesen, Uwe? Ja, früher warst du schon, weiß ich, dass schmal was früher ja, war. Ja, das war. Aber dafür hast du viermal zugeschlagen dagegen jetzt. Ja. Früher war es die Hälfte, runter die Hälfte. Nanometer, die Hälfte war noch übertrieben. Früher war ich ein Hemd gewesen. Eindeutig. Heute bin ich ein Kleiderschrank. Ja, bitte mal. Wie sah der denn aus? Habe ich ein Handtuch vorgehabt, da hat die Scheibe runtergerissen, den Bulli. Die hat mich geärgert. Ach. Guck mal, Uwe, die Schweinchen im Bett! Aber Bauch hat er auch gehabt. Im Bett, das Uwe, Ferkel, Bauch hat er immer gehabt. Hat er gehabt. Uwe, du altes Ferkel! Da bin ich mit dem Knall da umknutschen im Bett, ja. Ja. Warte mal, die Knall ist auch noch ein Jünger, wa? Ja. Oh, die arme Lippe leisen sie, die arme Karte. Ah, kein mal weg, die Jünger! Heute sind wir 15. Da haben wir schon das Aufregung gespielt, oder? Da haben wir richtig am Knutsche, ja. Da hat ja eine Perücke aufgehabt, wa? Das ist echt ja. Guck mal da. Siehst du? Der schneidet die Haare ab. Toll! Ja, wir haben uns gegenseitig die Haare geschnitten. Ja. Da habe ich noch richtig einen Afro-Look gehabt, wa? Afro-Look, ja. Oder Afro oder Afro. Das hatte ich mal noch ein Schatz. Mhm. Richtig. Ah ja, das sind Zeiten. Ach, die war immer am Meckern. Die hat immer gesagt, da noch ein bisschen ab, da noch, ja. Bisschen, ja. Da noch ein bisschen ab. Richtig. Mhm. Dann guckt sie ihn auch immer ich so. Ich kann froh sein, dass sie so lieb. Die dreht da die Kamera um den Kopf. Mhm. Wer hat die gefilmt? Ich und der Günther. Ich habe die Lampe gefilmt. Meist hat Günther immer gedreht und wir waren deswegen immer auf so viel Sabine. Ich würde sowieso ungern fotografieren lassen und so, habe ich ungern. Aber hast du gesehen, wie sauber die Wohnungen waren? Ja, da war die Mutter eben. Ist immer schon 2 Uhr morgens oder 3 Uhr aufgestanden zu putzen. Super. Ja. Die war zu fanatisch, Peter. Oben ging ja einer durch, obwohl geputzt war, ist sie direkt in den Lappen hinterher geschlafen. Ja, ich weiß das noch. Da waren schöne Zeiten. Und früher hat man die Kunden ja noch hier reingelassen, Peter, die Kinder kamen noch mal. Die wurden ein Stück zu essen gegeben, Schokolade gegeben. Aber die hat viel zu viel gemacht. Ja, was willst du machen, Peter? Die Zeiten es ist schön zu gucken, man macht ein bisschen traurig, aber macht auch schön, dass man aber das hat. Das Material. Ach, guck mal, die LKW ist unser. Ja. Guck mal hier, der Kranwagen. Ist der Rundschnauze. Der rote, der andere. Da war noch nichts verbaut. Da war die Biene noch richtig klein gewesen, wa? Manni! Und hatten dann die Autos so übereinander alle. Aha. Da hatten wir die Kurve, wie die Autos gepackt hatten. Ja. 3-4 übereinander geladen. Ja. Oh. Sah toll aus, Jungs, einfach toll aus. Keine Häuser, gar nichts waren da gewesen. Normaler Landweg. Naja, da fuhren die Bauern runter, die Kühe liefen drüber. Da unser roter LKW. Den hast du noch lackiert. Den habe ich noch selber lackiert, ja. Das waren noch Kisten, die liefen ohne Ende. Da sind wir dann mit beide gefahren, ne? Mhm. Jeden Tag. Da haben wir ziemlich hohe Bracken gehabt, wa? Ja, da hatte der Manny noch hier den Funk in der Hand. Wir haben ja Funk gehabt. Richtig. Jungs, diese Filme, was hier von der Super 8 gesichert worden sind, haben wir auch Berge. Vater Zunge.